Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem altehrwürdigen Train-Simulator. Und wir haben mal wieder etwas Neues, das heißt, naja, was heißt neu? Die Route hier, die Erftbahn, ist von 2020 von Alias 203. Link habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo ihr sie herbekommt. Und ist jetzt aber geupdatet worden. Sie ist praktisch erweitert worden und fertig ausgestaltet worden. Und zwar von Bedburg Erft nach Horrem. Und auch der Abschnitt jetzt in Quadrat, wie heißt das hier? Moment, da muss ich erstmal suchen. Das irgendwas mit Quadrat. Quadrat Ichendorf ist jetzt auch fertiggestellt. Das ist jetzt alles hier im Dezember 22 geupdatet worden, sodass ich mich auch entschlossen habe, hier mal ein Video zu machen von dieser wunderhübschen Route. Ja, die Gleise sind noch nicht geladen, aber gleich, wenn ich das X oben drücke, sind die da. Das dauert hier mal ein bisschen. AP-Wetter ist auch verbaut, die ist wirklich sehr, sehr hübsch. Und wie gesagt, deswegen auch hier das Video dazu. Und die wollen wir uns mal genauer angucken, hier mit der 628er. Und wo ihr auch die herbekommt, natürlich Link unten in der Videobeschreibung, wie ihr das von mir gewohnt seid. Und die Tour dauert rund 21 Minuten, ist also keine so lange Karte, aber wenigstens eine reale auf jeden Fall. Und privat erstellt, wie gesagt, von Alias 203 aus dem Railsim-Forum. Und wir fahren hier ein Szenario vom lieben TrainFW mit dem 628er auf der Kongobahn, so nennt sich dieser Abschnitt hier auch noch. Guten Morgen, Kollege, du befindest dich mit dem 628 hier in Bedburg an der Erft und wirst nun die frühmorgendliche RB 11472 über die Kongobahn nach Horrem bringen. Mache nun erstmal deinen 628er soweit fahrbereit und stelle die ZZA auf RB 38 Horrem. Los geht es dann um 7.14 Uhr. Ja, wir haben 7.11 Uhr Spielzeit. Wunderbar. Da haben wir noch 3 Minuten Zeit, hier ein bisschen rumzupimmeln. Wunderbar, das passt. So, ab die Post. Bup, da sind die Gleise. So sieht das hier aus. Wir machen ein bisschen Beleuchtung an. Ich habe hier auch ein CapView-Update drin. Sitzen wir ein bisschen höher. Findet ihr auch im Railsim-Forum. Muss ich mal gucken, ob ich das finde. So, wie machen wir jetzt die PZB an? Shift 8, genau, wunderbar. Shift 7, machen wir die SIFA an. Resetten mit der Leertaste, wunderbar. Wir machen den Richtungswender nach vorne, es zischt. Und machen die Türen auf. Jawohl, Licht ist, glaube ich, auch schon an. Wir gehen nach draußen und stellen das Zugziel ein. Da ist er, unsere 628er. Hier in Bedburg. Jawohl. Licht ist auch schon an. Wunderbar, oder? Ja, ist schon an. Steuerung plus minus am Zahnblock. Könnt ihr die Zugziele einstellen. Da müssen wir ein bisschen nach hinten gehen, weil die neuen Zugziele hier sind ganz hinten. So, jetzt muss ich mal ein bisschen langsamer machen, weil die müssen gleich hier auftauchen. RB 38 nach Horrem. Da ist er schon. Da ist er schon. Zugziele haben wir hier auch. Jawohl, da ist er. Horrem mit Doppel-R wie Richard. Dr. Richard, genau. So. Ja, sehr schön verwitterte Variante hier, der 628 hier in Bedburg. Ja, um sie lässt grüßen. Da hinten haben wir auch einen Busbahnhof. Da wollen wir noch mal ein bisschen hinfliegen mit unserer Drohne. Ui, sogar mit einem schönen Repaint hier. Wow, das sieht gut aus. Was steht denn da drauf? Zentrum, Linie 17A. Jawohl. Jo. Mercedes Facelift. Sehr schön. Ja, hier schönstes AP-Wetter ist hier auch drin. Und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, Innenansicht haben wir nicht, weil ist eben ein Zug von Rail-Traction und die haben grundsätzlich keine Innenansicht. Jo, ich bin gespannt. Wir halten unterwegs in Bedburg sind wir gerade. In Gisch. Oh Gott, was ist das denn? In Paffendorf. Da wird gepafft. Genau. Zieferlich oder so ähnlich. Zieferich. Keine Ahnung. Bergheim. Ist nicht, überhaupt nicht meine Gegend hier. Quadrat Ichendorf. Genau. Und da landen wir auch. Aber nicht in Horrem, ne? Nee. Nee, in Horrem landen wir hier nicht. Aber in Quadrat Ichendorf. Okay. Oh, gut. Gut. Dann wollen wir mal ein bisschen warten. Geht auch gleich los hier. Und ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall schaut das schon mal gar nicht so schlecht aus hier alles. Könnt ihr euch alles herunterladen und selbst nachspielen.
wenn euch irgendwelche Kuyo-Assets, so Strom, 1, 2, 3, 4, 5, keine Ahnung, fehlt, macht überhaupt nichts, braucht ihr nicht. Läuft auch so. So. Bremse lösen. Jo, jetzt müsst ihr eigentlich fahren, ne? Theoretisch. Ich gebe mal Gas und guck mal. Jawohl, er fährt. Gleich Stufe 3. Herrlich. So, Wechselblinken. Ritchie, aufpassen. Nicht schneller als 45. Jo. Da fahren wir hier los von Bedburg. 60 dürfen wir. Beziehungsweise gleich nur noch 50. Wir fahren ganz gemütlich los. Ich denke nicht, dass wir in zeitliche Schwierigkeiten geraten. Das werde ich noch mal ein bisschen bestätigen hier, obwohl ich das glaube ich gar nicht muss. Weil es ja eh grün, aber ich mache es trotzdem. Kennt ihr ja von mir. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Fahrgäste. Das Personal von DB-Region begrüßt euch herzlich in der Regionalbahn 38 auf der Fahrt von Bedburg an der Erft nach Horre über Bergheim an der Erft und wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächster Halt ist Glesch. Glesch. Naja. Hübsch. Ja, finde ich immer wieder klasse, dass hier für den altehrwürdigen Train-Simulator noch neue Sachen entstehen, in privater oder aus privater Hand gebaut. Nächste Station, Glesch. Stieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, das war ja schon. Da muss ich aber in die Eisen, ne? Gleich ein Verbremser, du. Nein! Du halt doch mal an, du Kiste. Los, anhalten. Mitten auf dem Bürgersteig hier. Auf dem Bahnübergang meine ich schon. Quatsch. Ich dödel. Die Haltestelle ist ja hier rechts und nicht links. Ich glaube, hier müssen wir hin, ne? Na, die haben sich aber gewundert hier, ne? Die ganzen Leute, ne? Die hier warten müssen. Ei, auch schönes Geräusch hier, herrlich. Vollbremsung vor dem Bahnübergang. Ich dachte, ich muss hier links schon halten. Nein, ich muss da rechts halten. So sind wir auch ganz drauf. Jo, sind wir. Oh Mann, da haben wir jetzt aber volle Verspätung hier, ne? Volle Verspätung. Aber sowas von. Ja, und die Dinger bimmeln immer noch. Aber die Schranke könnte jetzt theoretisch mal aufgehen langsam, ne? Also, oh, da hinten auch noch schöne Windräder, ne? Jo, Türen gehen hier nicht auf, komischerweise. Doch, gehen doch auf, okay. Nach Horrem. Na. So, 60 dürfen wir. Was ist mit den Spiegeln? Die sollen automatisch auf und runter gehen. Muss ich hier irgendwas einstellen? Ich glaube ja, ne? Motor, Mirror Switch? Nee.
Den Switch? Ne, den auch nicht. Da muss ich doch noch irgendwas einstellen. Mirror Switch? Den hier vielleicht? Da muss man doch noch irgendwas einstellen, damit die Spiegel automatisch aufklappen, ne? Ich glaube, das war der hier, ne? Na, werden wir gleich sehen. Ob die automatisch ausklappen, wenn wir in Paffendorf kommen. Oder halten, besser gesagt. Aber die Bremsen sind wirklich extrem schwach auf der Brust. Da muss ich dann noch mal ein bisschen eher bremsen, glaube ich. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung hier mit der alten 628er. Dass die Bremsen so schwach sind. Stellt man sich das vor hier. So, ich fange jetzt schon mal an zu bremsen. Besser ist das. Nächste Station, Paffendorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. In Paffendorf. So, dann habe ich wieder zu früh gebremst, war ja klar. Hier früh morgens um 7.20 Uhr. Ja, ist da jetzt ein Bahnsteig links und rechts? Ne, hier ist nur links. Nur links! Scheiße! Türen sind auf jeden Fall auf. Ja, Liebe zum Detail hier überall, ne? Da hat man viel zu entdecken hier. Dann noch ein paar Schrebergärten, glaube ich. Ja, wir haben Frühjahr, da ist das Laub noch nicht voll ausgestaltet auf den Bäumen. Ja, wenn das auch was für euch ist, könnt ihr euch gerne herunterladen auf dem Rätselforum. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Braucht ihr nicht großartig suchen. Ja, FPS habe ich hier 80. Also auch sehr performance-sparend gebaut, die Route. Nächste Station, Zieverich.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. Uch, was ist das denn? Die Schranke ist noch gar nicht unten. Doch, die ist unten. Da fahren die Autos aber trotzdem durch. Nochmal so ein Hinweis an den Erbauer vielleicht, dass man das nochmal fixen könnte. Schöne kleine Nebenbahn, maximal 60 erlaubt, herrlich. Das mache ich gerne fahren. Ja, an die schwachen Bremsen muss ich mich erst gewöhnen. Das ist gewöhnungsbedürftig. Bergheim, Erft. Nächster Halt. Aber ich glaube, meine Verspätung können wir mit meiner Trödelei hier nicht wieder reinfahren. Nächste Station, Bergheim an der Erft. Stieg in Fahrtrichtung rechts. Stieg? Da ist das A vergessen worden. Ist mir vorhin schon aufgefallen bei der anderen Ansage. Aber wie gesagt, immer wieder schön hier neue Sachen für den altehrwürdigen Train-Simulator präsentieren zu dürfen. Das kommt ja nicht mehr allzu häufig vor. Jo, jetzt klappen die Spiegel aus und dürften auch gleich wieder einklappen. Das ist dann doch dieser kleine Schalter hier, der hier, der Bösewicht. Und gleich, wenn die Türen zugehen und eine gewisse Geschwindigkeit, glaube ich, erreicht ist, gehen die wieder zu, werden wir gleich testen. Jo, was haben wir da noch? Ach, dann haben wir schon Quadrat Ichendorf. Oje, oje. So, gleich gehen die Türen zu. Ich bin mal gespannt, ob dann auch die Spiegel einklappen.
Bremse und geben Gas. Aber ich glaube erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit, so 5 km/h oder so, ne? Oder? Gucken wir mal. Nö, da passiert gar nichts. Und wenn ich den Schalter wieder nach oben mache? Ach, dann gehen sie wieder rein. Aha, okay. Also muss man den Schalter jeweils drücken, oder was? Na. No. Ja, ist eine kurze Route, richtig. Aber sie ist ja noch in der Beta. Ist also noch keine fertige Route und wird noch weiterentwickelt und sicherlich auch noch erweitert. Geht dann auch irgendwann mal bis Horem. Ja, ich hoffe, euch gefällt, was ihr seht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von der Route haltet hier. Also ich finde sie ganz hübsch, dass es wert war, hier ein Video zu machen. So, um 7:32, 45 sollen wir in Quadrat Ichendorf sein. Deswegen geben wir mal ein bisschen Gas jetzt hier. Mal ein bisschen schneller fahren. Dass wir vielleicht noch die ein oder andere Sekunde rausholen können hier. Hey, das sieht auch gut aus hier. Schöne Fabrik, was auch immer hier hergestellt wird. Großindustrie. Ja, und in Quadrat Ichendorf ist die unsere Tour auch schon wieder beendet. Aber wie gesagt, ist noch in der Beta, wird noch weiterentwickelt. Aber das, was fertig ist, sieht schon mal recht schön aus. Oh, nochmal schnell auf 70 hochgehen, dass wir nochmal ein bisschen Zeit draufholen hier. Weil in 45 Sekunden sollen wir in Quadrat Ichendorf ankommen. Nächste Station, Quadrat Ichendorf. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na, da sind wir doch schon. Da hinten ist er. Hinter der Kurve ist der Bahnhof. Glaube ich zumindest, oder? Ja, genau. Auf der linken Seite ist der Ausstieg. Schnauze. Ja, schöne kurze Route und Tour, die wir hier vollbracht haben. Ich hoffe, die Route hat euch gefallen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.